Herzlich willkommen bei Lenspirit TV. Ich bin der Marco und an meiner Seite die Elke, unsere Augenoptikerin bei Lenspirit. Herzlich willkommen, Elke. Hallo, Marco. Und wie ihr schon mitbekommen habt, wir sind heute nicht indoor quasi, sondern haben uns nach draußen begeben, ein paar Meter von unserer Zentrale weg, hier ins Grüne. Und das hat auch einen Grund, denn die Elke möchte euch heute ein bisschen was über Kontaktlinsen zur Reisezeit erzählen, die ihr auch in unserer Reisewelt findet. Und fragen wir doch gleich mal die Elke, was ist denn allgemein zu beachten bei Kontaktlinsen auf Reisen? Also generell erstmal zu beachten, dass man sie gar nicht erst vergisst. Ganz wichtig, die gehören gleich mit in den Koffer. Bei den Linsen ist es so, es sollte im Urlaub schön unkompliziert sein. Gerade wenn man einen Badeurlaub macht, vielleicht sich auch im Swimmingpool vom Hotel befindet, ist es wichtig, dass wir die Hygiene einhalten. Und da habe ich heute mal zwei Tageslinsen mitgebracht, die ich vorstellen möchte. Das ist einmal die One Day AcuView True Eye. Das ist eine super dünne, sehr sauerstoffdurchlässige Linse, die einen UV-Schutz hat und die wirklich das Linsentragen vergessen lässt. Man hat einen kompletten Rundumschutz und die Hygiene ist dort an erster Stelle. Man tauscht nach jedem Tagestragen und die Linse kann gut 16 Stunden und noch länger getragen werden. Mhm. Wird die Linse dann aus dem Auge genommen und einfach entsorgt. Mhm. Und das Gleiche ist auch von dieser Linse zu sagen. Auch diese Linse, die Dailies Aqua Comfort Plus, ist eine Tageslinse, die wirklich wunderbar und perfekt in den Koffer passt. Man braucht kein Pflegemittel und das ist natürlich ein großes Plus. Sehr praktisch. Ja. Was hast du jetzt noch so mitgebracht? Da sind ja noch zwei kleinere Packungen. Genau. Da habe ich dann Monatslinsen mal mitgebracht. Das eine ist die Air Optics Night and Day. Das ist eine Linse, die wirklich 30 Tage am Tag und in der Nacht getragen werden kann. Das ist dann ein langer Urlaub. Genau. Aber auch das soll vorkommen. Ist dann ein ganz langer Urlaub. Hier ist es wirklich so, dass man sich dann dementsprechend gar nicht wirklich um eine zusätzliche Komponente bemühen muss. Man kann diese Linsen im Auge halten, wobei aber es schon ganz sinnvoll ist, dass man auch dort vielleicht mal so eine Zwischenzeit einbaut und die Linse mal aus dem Auge nimmt, sie reinigt und dann kann sie aber wieder nonstop getragen werden. Und diese Linse, die jetzt hier gerade sich ein bisschen beschwert, ist umgefallen, möchte auch genannt werden, das ist die Air Optics, die Aqua-Linse, die super sauerstoffdurchlässig ist, auch sehr zu empfehlen ist. Sie ist eine sehr dünne Linse, die dann auch einen sehr hohen Tragetageszeit aufweist. Mhm. Okay, danke, Elke. Das sind nur vier Produkte, die Elke uns heute hier vorgestellt hat. In unserer Reisewelt findet ihr noch ganz viele weitere Kontaktlinsen. Dazu laden wir euch herzlich ein, mal zu stöbern. Schaut euch mal um. Wir wünschen euch natürlich auch eine schöne Reisezeit, einen schönen Urlaub und sagen an dieser Stelle Tschüss. Einen schönen Urlaub wünsche ich. Tschüss.